Ja, ihr Lieben, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Herzlich willkommen hier bei uns in der Ekklesiakirche. Ich freue mich total, mit euch Gottesdienst feiern zu dürfen. Großartig, dass ihr da seid, auch all diejenigen, die per Livestream zugeschaltet sind oder uns vielleicht später nochmal den Gottesdienst und die Predigt mitverfolgen wollen. Schön, dass auch ihr da seid. Herzlich willkommen, von wo immer ihr auch seid. Ihr Lieben, es ist September und wir befinden uns den September über in unserer Predigtserie 1. Johannes. Der September hat 5 Sonntage und der 1. Johannesbrief hat auch 5 Kapitel. Und so haben wir es uns vorgenommen, einfach Woche für Woche jeweils ein Kapitel anzusehen und zu schauen, was hat Gott für uns dort bereit? Was möchte er uns mitteilen? Bevor wir heute mit Kapitel 2 beginnen, möchte ich uns mal so in den Kontext hineinnehmen, indem wir eine kurze Wiederholung der Predigt von letzter Woche machen. Vielleicht warst du da, dann wirst du nochmal erinnert werden, vielleicht warst du nicht da, dann empfehle ich dir sehr, hör dir die Predigt gerne nochmal an, aber das wird dir schon mal helfen, ein paar Dinge einzuordnen heute. So, im ersten Kapitel lasen wir oder schrieb Johannes über die Bedeutung von wahrer Gemeinschaft. Und er sagt ganz klar, dass der Grund, das Fundament dafür allein Jesus Christus sein kann. Jede Gemeinschaft hat einen Grund, man teilt Interessen, man hat gemeinsame Ziele, man hat Beziehungen zueinander und das Netzwerk von Beziehungen ist dann eine Gemeinschaft, die Ziele verfolgt, Interessen hat und so weiter. Wenn Johannes über Gemeinschaft schreibt, ist ihm ganz klar, der Grund, das Fundament davon ist Jesus Christus. Denn er ist das Wort des Lebens, sagt er. Und Johannes gibt Zeugnis davon, das fand ich nochmal so interessant zu lesen, als ein Augenzeuge. Johannes, der über diesen Jesus schreibt, er sah ihn mit seinen eigenen Augen. Er hörte ihn mit seinen eigenen Ohren. Und dieser Jesus, sagt er gibt wahren Grund zur Freude. Und dann kontrastiert Johannes mit dem Bild von Licht und Finsternis die geistliche Wirklichkeit, die jeden Menschen betrifft. Wenn ein Mensch nicht anerkennen will, dass er sich ohne Jesus in der Finsternis befindet, sagt Johannes, und er sagt es ganz klar, er sagt, wenn du das nicht glaubst, zu dieser Überzeugung nicht kommst, dann machst du Gott zum Lügner. Unsere Glaubensüberzeugungen müssen mit unserem Leben und mit unserem Handeln synchronisiert sein, sagt er. Das entscheidet darüber, ob wir im Licht oder in der Finsternis sind. Wir können nicht das eine bekennen und das eine glauben und sagen, wir glauben es, aber ganz anders handeln. Er sagt, nein, das muss nebeneinander hergehen. Wenn wir sagen, dass wir im Licht sind, dann sollen wir auch im Licht Gottes leben und wandeln. Sonst ist auch unser Glaubenszeugnis unglaubwürdig. Und der dritte große Gedanke aus dem ersten Kapitel zeigt uns einen Weg, wie wir ins Licht Gottes zurückkehren und wie wir in diesem Licht bleiben können. Dieser Weg ist das Bekenntnis seiner Schuld gegenüber Gott, aber auch gegenüber Menschen. Denn das, sagt Gott, das macht frei und das führt in Freiheit. Und das bedeutet für uns, wenn Gott sagt, du darfst bekennen und ins Licht hineinkommen, wieder zurückkommen, dass wir unsere Schuld, dass wir unsere Fehler und Schwächen offen vor Gott bringen können. Ganz ohne Ausreden, ganz ohne Versteckspiel. Ich sagte das letzte Woche, mit Gott Versteckspielen, das macht keinen Spaß. Der findet dich und der kennt dich durch und durch. Die Bibel sagt, jedes Haar auf deinem Haupt ist gezählt. Fällt dir nach dem Kämmen 3 aus, dann weiß er es, dass es 3 weniger sind. Wächst dir neu, aber er kennt dich durch und durch. Gott verspricht uns zu vergeben. Gott verspricht uns, uns zu reinigen. Und immer wieder in seinem Leben aufzuräumen und sich Dinge, die falsch gelaufen sind, einzugestehen und zu bekennen, das führt uns in echte Gemeinschaft mit Gott, aber auch untereinander, sagt Johannes. So entscheidend, dass wir das tun. Das mal so als kurze Wiederholung, wenn du die Punkte nochmal vertieft hören möchtest, hör dir sehr gern die Predigt von letzter Woche nochmal an. Und jetzt, ihr Lieben, lesen wir die ersten Verse des 2. Kapitels des 1. Johannesbriefs und wir wollen uns anschauen, welche Wahrheiten Gott uns darin mitteilen möchte. Kurze Vorbemerkung. Ich komme heute mit Kapitel 2 nicht ganz durch. Kapitel 1 hatte lediglich 10 Verse, die waren gut zu machen. Kapitel 2 hat ein paar mehr. Aber ich wollte nicht da einfach so ganz schnell durchlaufen, sondern wir nehmen uns die Zeit heute und werden den ersten Teil insbesondere betrachten. Und für dich ist das eine Hausaufgabe. Eine Hausaufgabe, den zweiten Teil von
Kapitel 2 zu lesen und danach zu forschen, zu graben, was Gott uns dort weiter mitteilt. Aber wir beginnen am Anfang. 1. Johannes 2, Verse 1 bis 6. Johannes schreibt: Meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Aber wenn es doch geschieht, dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt. Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Aber wie können wir sicher sein, dass wir ihm gehören, wenn wir seine Gebote befolgen? Wer sagt, ich gehöre Gott und befolgt dabei Gottes Gebote nicht, ist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in ihm. Doch wer sein Wort hält, an dem zeigt sich Gottes Liebe in vollkommener Weise. Daran erkennen wir, ob wir in ihm leben. Wer behauptet, dass er zu Gott gehört, soll leben, wie es Christus vorgelebt hat. Amen. Soweit unser Bibeltext. Mein erster Punkt heute, die erste Überschrift, die ich dem Ganzen geben möchte, lautet: Christus, unser Fürsprecher. Christus, unser Fürsprecher. Johannes greift einige der Themen des ersten Kapitels nochmal auf und möchte sie mit etwas Nachdruck, so empfinde ich das, nochmal deutlicher machen. Und er hat hier eine spannende Anrede gewählt, oder? Er schreibt hier in Kapitel 2, meine Kinder. Natürlich sind das nicht seine leiblichen Kinder, das ist im übertragenen, im geistlichen Sinne gemeint. Und ganz wörtlich, das fand ich auch interessant, steht hier eigentlich meine Kinderchen. So eine verniedlichte Form, so eine süße Anrede, die Johannes hier wählt. Und noch weitere 7 Mal wird Johannes die Empfänger seines Briefes so anreden: meine Kinder, meine Kinderchen. Und mit der Anrede wendet er sich den Leuten zu und er spricht eine Warnung aus. Er warnt sie vor dem Missbrauch, das zuvor Gesagte als Freibrief zum Sündigen aufzufassen. Er sagt, ja, durch Bekenntnis kannst du zurückkommen zu Gott und er vergibt dir deine Schuld, aber das ist kein Freibrief, um das einfach immer wieder nur so durchzuspielen und zu sagen, ich kann sündigen, wie ich will. Der liebe Herr Jesus vergibt ja sowieso. Ich komme, bekenne, bin frei und alles fängt von vorne an. Johannes sagt, stopp, warte mal, nein, so ist das nicht gedacht. Er geht vielmehr von Folgendem aus. Gerade wer weiß, dass er Sünder ist und dass ihm aus Gnade vergeben wurde, der wird den Kampf mit der Sünde aufnehmen. Das ist so die innere Voraussetzung, die Johannes hat, wenn er diese Worte schreibt. Derjenige, der kämpft, der darf dabei die Zuversicht haben, dass Christus ihm beisteht. Denn Jesus Christus ist nicht nur einmal für die Sünde am Kreuz gestorben, das ist er, und er muss es nicht wieder tun. Es ist ein ultimatives Opfer. Aber er tritt auch heute noch als Fürsprecher für uns ein vor dem Thron Gottes. Ist dir das bewusst? Hier steht dieser in unserer Gemeinde wahrscheinlich ein bisschen bekanntere Begriff Parakletos. Der Heilige Geist wird in der Bibel oft so bezeichnet. Bedeutet Fürsprecher, Beistand, Anwalt, jemand, der sich selbst verwendet, um Recht zu sprechen, Recht zu bringen. Weißt du, heute verwendet sich Jesus Christus für dich. Vor Gott tritt er für uns auf und sagt, mag darf vergeben werden, denn ich bin seine Gerechtigkeit geworden. Jesus verwendet sich für uns. Und ich dachte mir, was für ein faszinierender Gedanke. Wenn du diesen Gedanken mal nachlesen möchtest, notiere mir dir mal bitte folgende 3 Stellen. Römer 8, 34. Hebräer 7, 25, Hebräer 9, 24. Dort wird das nochmal deutlich. Jesus als unser Hohepriester, er verwendet sich für uns, er ist unser Fürsprecher. Auch heute noch und auch für dich. Wir springen nochmal ganz kurz zurück ins erste Kapitel. 1. Johannes 1, Vers 8 machte uns bereits deutlich, dass Sünde eine Tatsache im Leben des Christen ist. Im Leben von jedem von uns. Zumindest ist es eine gelegentliche Tatsache. Und natürlich, der Anspruch Gottes ist auch, dass diese Tatsache der Sünde mit der Zeit abnehmen soll, weil wir geistlich zunehmen und uns mehr und mehr der Kampf gegen die Sünde gelingt mit Gottes Hilfe.
1. Johannes 1, Vers 9 macht deutlich, dass Vergebung für bekannte Sünden gewährt wird. Doch Johannes möchte jetzt auch klarstellen, dass ein Christ nicht leichtfertig damit umgehen, sondern über seine Sünde besorgt sein sollte. Und ich will uns genau diese Frage stellen, ihr Lieben. Sind wir über unsere Sünde noch besorgt oder sind wir sehr gleichgültig geworden? Regt sich in unserem Innern noch etwas angesichts der Sünde? Springt noch unser vom Geist Gottes geschärftes und wachgemachtes Gewissen an oder nicht? Sind wir ansprechbar oder nicht? Und ihr Lieben, ich spreche noch gar nicht davon, dass wir Sünde in Liebe und Wahrheit auch als solche anderen gegenüber benennen sollten. Es geht hier erstmal nur um uns. Wie ist das in meinem Herzen, in deinem Herzen? Reagiert da noch etwas, von dem wir wissen, dass in den Augen Gottes falsch ist? Wisst ihr, ein Kennzeichen der vielen Männer und Frauen Gottes in der Bibel ist, dass sie ihre Sünden niemals leichtfertig in Kauf nahmen. König David schreibt im Psalm 38, meine Schuld überwältigt mich, sie ist mir wie eine schwere Last. Er spürte sie. In Sprüche 28 heißt es, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Paulus schreibt in Römer 3, 23, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Nochmal Paulus, Römer 7, 24. Was bin ich doch für ein elender Mensch, sagt er. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Bei ihm siehst du diesen Kampf, der herrschte zwischen Fleisch und Geist, sagt die Bibel. Jakobus schreibt, Kapitel 4, kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Was für eine gute Botschaft, oder? Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt eure Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint darüber, klagt und trauert. Seid traurig, statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Klammer auf, angesichts eurer Sünde, Klammer zu. Bedeutet jetzt nicht, dass wir so trübselig und irgendwie zum Lachen in den Keller gehen sollen. Nein, angesichts unserer Sünde sind wir da noch ansprechbar. Oder haben wir manche Dinge als so selbstverständlich aufgenommen in unserem Leben? Gehört irgendwie dazu. Ist nicht ganz richtig, aber der Herr vergibt. Johannes sagt, nein, Freunde, stopp. Nicht so. Und ich dachte mir so, es gibt doch sehr, sehr gute Gründe dafür, warum wir kleinen Kindern keine Feuerzeuge in die Hand geben, oder? Gib mal einem Fünfjährigen oder was weiß ich ein Feuerzeug in die Hand und schick den mal spielen. Würde das jemand machen? Nein, woraus sich nicht melden und bitte melde dich auch nicht. Warum tun wir das nicht? Ein Feuerzeug ist kein Spielzeug. Ist jedem klar. Feuer ist gefährlich, Feuer hat eine zerstörerische Kraft, unglaublich. Das wäre unwahrscheinlich, unverantwortlich, einem Kind ein Feuerzeug zu geben. Und weißt du was, genauso ist Sünde kein Spielzeug. Und dennoch lockt es uns manchmal und wir hätten Interesse zu spielen. Sünde ist kein Spielzeug, wer sie nicht ernst nimmt und mit ihr spielt, der wird sich verletzen, das ist die Wahrheit. Einer der Gründe für das Schreiben dieses Briefs, wir haben es ganz am Anfang gelesen, Johannes schreibt ja an die Kinder und so weiter, damit ihr nicht sündigt, schreibt er. Weißt du, das ist Gottes Wunsch für jedes seiner Kinder. Wenn Sünde für uns auch manchmal so unvermeidbar erscheint, dann ist es nicht deshalb so, weil Gott verordnet hat, dass wir sündigen müssen. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich will dich an etwas Wichtiges erinnern. Alle Ressourcen für den geistlichen Sieg über die Sünde stehen uns in Jesus Christus zur Verfügung. Amen. Und diese Ressourcen werden niemals zurückgenommen. Gott hat uns in Jesus alles gegeben, dass wir Sünde überwinden können. Wissen wir das? Glauben wir das? Hör mal zu, was Paulus uns schreibt im Epheserbrief Kapitel 1. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Weißt du, dass du geistlich in Christus reich beschenkt bist? Das ist die geistliche Realität, die Gott dir zuspricht.
Alles, was es braucht, um siegreich zu leben, ist uns gegeben von Gott. Wenn du zu Gott gehörst, dann hast auch du Zugang dazu. Ist dir das bewusst? Alles, was zu deinem Sieg und zu deiner Freiheit benötigt wird, das ist uns bereits in Jesus Christus geschenkt. Hast du es verstanden und hast du es auch schon ergriffen? Johannes fordert uns mit seinem Brief dazu auf. Und ich glaube, der Grund, warum wir mit manch einer Sünde nicht brechen können, ist nicht, dass Gott uns noch was schuldig wäre. Ist nicht, dass wir sagen könnten, ja Gott, ich habe schon unglaublich viel bekommen, aber das Puzzleteil, um davon loszukommen, das fehlt mir noch. Nein, das ist nicht so. Uns ist alles gegeben in Christus Jesus. Ich glaube nicht, dass Gott uns was schuldig wäre. Es ist oft unsere menschliche mangelnde Erkenntnis. Es ist unser mangelnder Wunsch, mit den Waffen Gottes für Freiheit, Reinheit und für die Ehre Gottes zu kämpfen. Denn ganz ehrlich, kämpfen ist so anstrengend, oder? Haben wir nicht immer Lust zu? Es ist herausfordernd, immer wieder zu sagen und zu entscheiden, auch wenn es uns schwerfällt, Gott, ich will mich für deinen Willen entscheiden, nicht für meinen. Und niemand hat gesagt, dass es leicht sein wird. Wenn du dieses Bild vom Christsein hast, ja, Jesus ist einfach nur ein Upgrade für mein Leben, alles wird lustiger, fröhlicher und so weiter. Es ist mit nichts auf der Welt zu vergleichen, aber es gibt auch einen Kampf zu kämpfen. Es gibt einzustehen in einer Welt, die voller Schuld und Sünde ist, für Reinheit, für Gottes Maßstäbe und es gilt sie auch in unserem Leben anzuwenden. In alledem ist Gott aber mit uns und hilft uns zu kämpfen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das liest man da mal so, ja klar, in der Bibel ist vom Kreuz die Rede, das Kreuz ist das Symbol des Christentums und. Aber hast du schon mal so ein Kreuz getragen? Wenn du mal eine kleine Idee davon brauchst, was das bedeutet, komm mal her, nimm mal dieses Kreuz hier. Schlepp das mal einmal so im Saal und dann stellst du es wieder hin für den Nächsten. Das ist eine Last, ist schwer, ja. Zu kämpfen. Sind wir bereit dazu? Ich will diesen Gedanken, so diese ersten Verse mal präzisieren und mal ein bisschen bündeln. Und wenn du dir Sachen mitschreibst, dann schreib dir unbedingt das auf. Als Gott uns berief, ihm nachzufolgen, plante er unser Versagen bereits mit ein. Ist das gut? Ich bin so dankbar, dass Gott meine Dummheit und mein Versagen und meine Fehler, meine Ecken und Kanten bereits einkalkuliert hat in seine Rechnung. Und er schuf gleichzeitig einen Raum für Vergebung. Doch die Vergebung Gottes soll uns nicht leichtfertig im Umgang mit der Sünde machen, sondern demütig und bereit, mit den Waffen Gottes gegen sie zu kämpfen. Das ist die Botschaft der ersten 6 Verse. Und wir gehen weiter und lesen den nächsten Absatz. 1. Johannes 2, Vers 7. Erst spricht er sie als liebe Kinder an und jetzt sagt er, liebe Freunde, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr schon von Anfang an hattet. Dieses Gebot entspricht dem, was ihr schon früher gehört habt. Und doch ist es zugleich neu. Denn dies Gebot ist in Christus wahr geworden und in euch, weil die Dunkelheit verschwindet und das wahre Licht bereits scheint. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Mein 2. Punkt lautet, Liebe entscheidet über Licht und Finsternis. Liebe entscheidet über Licht und Finsternis. Johannes schreibt hier von einem Gebot. Er schreibt von einem Gebot, welches zunächst überhaupt nicht neu ist, sondern es ist alt und er will es hier bekräftigen, er will die Gemeinde dort erinnern daran. Und jetzt ist die Frage, welches Gebot könnte er meinen? Ich denke, es spricht sehr viel dafür, dass er hier das sogenannte Doppelgebot der Liebe aufgreift, welches Jesus seinen Jüngern gab. Wir lesen es nochmal, Matthäus 22. Jesus antwortete und sagte, erstens, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres aber ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten
wie dich selbst, sagt Jesus. Selbst Jesus, als er dieses Gebot bekräftigte, greift hier auf das Alte Testament zurück und zitiert hier 5. Mose 6, Vers 5 in Kombination mit 3. Mose 19, 18. Von daher, ja, stimmt es, diese Gebote, die Jesus zu einem Gebot hier gerade so zusammenführt, sind überhaupt nicht neu. Gott gab sie seinem Volk bereits vor vielen, vielen Jahrhunderten. Sie sind bereits alt und gut bekannt. Jeder fromme Jude kannte sie und wusste darum. Und dennoch sagt ja Johannes, da ist etwas Neues. Ein altes Gebot, aber dennoch ist da was Neues. Und das Neue fügt diesem Gebot Jesus Christus selbst hinzu, indem er der erste Mensch wäre, der dieses Doppelgebot der Liebe auf vollkommene Weise vorlebte. Kein Mensch schafft das von sich aus, das wirklich zu erfüllen. Doch Jesus tat es. Jesus tat es, um seinen Nachfolgern ein Vorbild zu sein. Und dadurch gab er das alte und noch immer gültige Gebot in neuer Weise, indem er es mündlich bekräftigte und sagte, Leute, das gilt. Das ist die Zusammenfassung des Gesetzes und der Propheten. Das ist der Kern, um den es geht. Und er lebte es selbst vor in perfekter Weise. Und dies wurde nun zum Anspruch an seine Nachfolger. Denn weiter greift Johannes hier nochmal das Bild von Licht und Finsternis auf. Wir merken, hier kommt dieses Motiv nochmal. Im ersten Kapitel hat er schon gesprochen, ja, und hier ist es wieder da. Und dieses Mal macht er es sehr, sehr praktisch, indem er in den Versen 9 und 11 Folgendes schreibt. Ich will uns das nochmal zeigen. Er sagt, wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, der lebt noch in der Finsternis. Und 11, wer seinen Nächsten hasst, lebt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Das ist die Auswirkung der Finsternis, denn durch die Finsternis ist er blind geworden. Johannes gibt uns einen praktischen Maßstab, an dem wir prüfen dürfen, ob wir im Licht oder in der Finsternis sind. Er sagt, an der geliebten Liebe in Wort und Tat zum Nächsten wird dies erkennbar. An der gelebten Liebe in Wort und Tat, nicht nur an der empfundenen Liebe. Da fängt es an, aber sie soll in die Praxis kommen. Das, was Jesus im Gebot definiert, indem er vom Nächsten spricht, bricht Johannes etwas herunter und er sagt, das wenden wir jetzt an auf die Gemeinde Jesu. Er spricht dort vom Bruder und ich ergänze, die Schwestern sind ebenfalls gemeint. Und die Frage an uns lautet, wie steht es also um deine Liebe in Wort und Tat deinen Brüdern und Schwestern gegenüber? Ist es nicht spannend allein, dass die Bibel uns so bezeichnet? Leute, die im Glauben an Christus verbunden sind, sind nicht einfach Arbeitskollegen, sind nicht einfach lose Bekannte, sind nicht Kameraden oder keine Ahnung, setzt da irgendwas ein. Er sagt, die Kultur der Bibel ist Brüder und Schwestern. Finde ich richtig stark. Das beschreibt eine Nähe, eine Zusammengehörigkeit. Und was Johannes uns hier jetzt fragt, ist, wie sieht's aus mit der Liebe untereinander, liebe Brüder, liebe Schwestern? Denn die Liebe entscheidet darüber, ob ihr euch im Licht oder in der Finsternis befindet. Es ist also ganz, ganz wichtig. Und warum überhaupt ist die gelebte und geteilte Liebe untereinander so wichtig? Ich will uns an zwei Bibelstellen erinnern. Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr, sag's mal laut, Liebe untereinander habt. Nicht, wenn ihr ganz tolle Gottesdienste miteinander feiert. Ist nicht verkehrt. Aber auch für die Welt um uns herum wird an der Liebe untereinander erkennbar, dass wir zu Jesus gehören, dass wir im Licht leben und sein sind. Und auch Paulus bekräftigt diese Aufforderung zur gegenseitigen Liebe. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Die Aussage des Johannes kann in dieser ganz, ganz simplen Gleichung ausgedrückt werden. Haben wir Liebe untereinander, dann befinden wir uns im Licht. Haben wir keine Liebe, dann herrscht
die Finsternis. Und so ist es, glaube ich, wichtig, dass jeder von uns sich, glaube ich, von Zeit zu Zeit mal fragt, ist das Motiv, warum ich in die Gemeinde gehe, warum ich in eine Kleingruppe gehe, warum ich Leuten helfe, ist es Liebe und habe ich sie, trage ich sie in meinem Herzen? Und wir brauchen auch Liebe, um gnädig miteinander zu sein. Denn wir sind so unterschiedlich und wir ticken oft so unterschiedlich. Wir haben so eine Vielfalt, auch in unserer Gemeinheit. Doch was Christus sich wünscht, ist Vielfalt in Einheit. Die Einheit schenkt Christus und dafür braucht es auch Liebe. Denn wenn du Liebe hast, dann bedeckt diese Liebe auch mal den Fehler deines Bruders, deiner Schwester. Dann kannst du trotzdem den Herrn anbeten und preisen, obwohl die Person rechts neben dir total schief singt. Aber sie preist den Herrn und du liebst es, mit ihr gemeinsam den Herrn zu preisen. Wir brauchen diese Liebe. Und ein Zeichen dafür, dass wir Liebe untereinander haben und das mich sehr freut, ist zum Beispiel die praktische Hilfe, die wir gemeinsam der Familie aus Ruanda zukommen lassen haben. Vielleicht hast du das mitbekommen über unsere Ecclesia-App, eine Familie, mit der wir in Kontakt gekommen sind, die konnten das Flüchtlingsheim verlassen, haben eine Wohnung in der Nähe bekommen und so viele von euch haben sich bei mir gemeldet, bei uns gemeldet und gesagt, hey, wir haben Sachen, wir wollen was abgeben oder wir wollen die finanziell unterstützen, die sollen sich kaufen, was sie brauchen. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an jeden, der da mitgemacht hat. Das ist ein Applaus wert, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ey, glaub mir, aus den vielen Nachrichten, ihr habt die nicht bekommen, aber ich habe sie bekommen, wird deutlich, wie unglaublich dankbar und wie geliebt sich diese Familie fühlt von uns. Lasst uns das aufrechterhalten, einander lieben in Wort und Tat. Wir lesen weiter. 1. Johannes 2, 12, 14. Und da ist es wieder, meine Kinderchen. Ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen von Jesus vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch Vätern geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Spannende Verse. Mein dritter Punkt lautet heute Wachstum im Glauben. Wachstum im Glauben. Wenn ein Mensch zu Christus kommt, egal wie alt er ist, ob 10, 20, 50 oder 90, wenn ein Mensch zu Christus kommt, dann beginnt das christliche Leben auch im Bild gesprochen als ein Kind im Glauben. Und wenn wir geistlich in uns in diesem Zustand des Kindes befinden, dann reicht uns das Wissen und das Staunen über die Vergebung unserer Sünden und über all das, was es Gott gekostet hat, uns in Jesus Christus zu vergeben. Wir sind voller Staunen, voller erster Liebe, voller erster Hingabe und Zuneigung. Das ist gut, dass das so ist. Und in diesem ersten Stadium des geistlichen Wachstums tauchen wir unsere Wurzeln tief in die väterliche Liebe. Wir tauchen sie tief in die väterliche Fürsorge. Wir kennen ihn als unseren fürsorglichen Vater und wir schauen auf uns selbst als von ihm abhängige Kinder. Das steht ganz am Anfang. Und wenn es Kinder gibt, dann gibt es auch Väter und Mütter im Glauben. Dies sind Männer und Frauen mit einem tiefen und mit einem langanhaltenden Glauben. Manches wächst erst über die Zeit. Ich glaube, Liebe wächst auch über die Zeit. Die Liebe ist am Anfang so, auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, ja, zwischen Mann und Frau, lernen sich kennen und so weiter. Und man ist so verliebt über beide Ohren. Und das ist so eine euphorische, so eine stark emotionale Liebe. Und wie herrlich ist das? Und man muss jeden Moment genießen. Denn die Liebe, sie wird tiefer mit der Zeit. Sie verliert vielleicht dieses Schmetterlinge im Bauchhafte, ja, ihr versteht, was ich meine, aber sie wird tiefer mit der Zeit. Und genauso auch unser Glaube. Mit der Zeit wird er tiefer und tiefer. Und Väter und Mütter im Glauben, sie haben schon Jahre hinter sich gebracht, die sie Jesus nachfolgen. Sie haben die Art von Leben mit Gott, die nicht über Nacht kommt. Sie sind wie
riesige Eichen im Herrn. Kennt ihr so eine gute deutsche Eiche, ja? Da kann kommen, was er will, ne? Die kannst du nicht umschubsen, die steht. So sind Väter und Mütter im Glauben, so riesige Eichen, die über die Jahre groß und stark geworden sind. Und auf der einen Seite sagt er, gibt es Kinder, auf der anderen Seite gibt es Väter und Mütter im Glauben. Und dann spricht Johannes noch eine andere Gruppe an und sagt, es gibt junge Männer und junge Frauen des Glaubens. Dies sind Männer und Frauen, die nicht mehr kleine Kinder sind, aber auch noch nicht Väter und Mütter. Und er verwendet nun das Bild vom Kampf, vom Krieg, von einer Armee. Und er sagt, diese Leute, diese jungen Männer und Frauen, sie sind an der Frontlinie von Gottes Werk unter seinem Volk. Sie befinden sich in besonderem Maße in der Schlacht gegen das Böse. Und es ist ja im Natürlichen genauso. Keiner würde die Kinder bewaffnen bis unter die Zähne und sagen, geht ihr mal Krieg führen. Wir geben ihnen keine Feuerzeuge, wir geben ihnen auch keine Waffen und man schickt auch keine Kinder in den Krieg, ist doch klar. Und wir senden auch nicht die Älteren, die Männer und Frauen an die Frontlinie. Die größte Anstrengung, der größte Aufwand und die größte Stärke wird von den geistlich jungen Männern und Frauen erwartet. Und ich meine, als ich so darüber nachdachte, dass, weil es mit einer gewissen Anstrengung verbunden ist, das Kindsein zu verlassen und ein junger Mann und eine junge Frau im Glauben zu werden, ich glaube, aus diesem Grund versuchen manche, so lange wie möglich in der geistlichen Kindheit zu bleiben. Wenn ich erwachsen werde, verändern sich meine Verantwortungen. Heute denken wir vielleicht manchmal zurück an die Schulzeit. Als Kinder fanden wir es, oder die meisten vermute ich mal, ja, vielleicht fand es auch total großartig, ich hatte manchmal gar keinen Bock auf die Schule. Morgens aufstehen in der Schule, du sitzt da im Unterricht und Hausaufgaben. Ich wollte lieber Fußball spielen irgendwie, ne? Und den ganzen Tag am besten. So. Aber dann wird man älter und merkt, boah, hier gibt es die Verantwortung, jene Verantwortung und dann hast du eine eigene Wohnung und so weiter und so fort und musst dich um so vieles selber kümmern und denkst dir, meine Güte, war das cool in der Schule und auch bei Mama und Papa zu Hause, das war Luxus, ja. Wir merken, da verändert sich was in unserem Leben, die Verantwortung wird größer und genauso ist es geistlich. Geistlich will Gott Wachstum in unserem Leben sehen und er will unseren Bereich erweitern. Er will sagen, Marc, in 5 Jahren will ich dir dies und jenes zutrauen. Deswegen ist es wichtig, dass du dort hineinwächst. Aber manche merken, oh, das ist aber ganz schön anstrengend, ich bleib mal schön Kind. Gott, ich bleib mal in dem Status, den ich habe, so, und ich genieße deine väterliche Liebe und Versorgung, aber ich will nicht erwachsen werden. Ich will nicht wachsen und in das hineinkommen, was du eigentlich für mich vorhast. Und ich will es mal ganz drastisch sagen, wir haben ja dieses Bild vom Krieg und der Armee so hier drin. Ich will sagen, das ist falsch. Es ist falsch, einfach Kind bleiben zu wollen geistlich. Es bedeutet, dass du ein Kriegsdienstverweigerer und Landstreicher bist. Wenn wir geistlich nicht wachsen wollen. Wenn wir erwarten, dass Kinder nicht im Krieg kämpfen und dass sie von anderen unterstützt werden. Aber die Erwartungen an einen Erwachsenen, ihr Lieben, sind eben höher. Gott hat uns dazu berufen, im Glauben zu reifen und zu wachsen. Bleibe nicht bei deinem Kind sein. Werde erwachsen und dann auch eines Tages Vater und Mutter des Glaubens für andere. Und das will ich wie folgt sagen. Gottes Wille für unser Leben ist nicht Stillstand, sondern dass wir im Glauben wachsen. Und für Wachstum braucht es geistliche Hygiene. Es braucht dann immer wieder Aufräumen in seinem Leben durch Bekenntnis, durch Buße. Es braucht auch geistliche Disziplin. Es braucht ein Dranbleiben und Festhalten am Herrn Jesus. Eine Liebe zu entwickeln für sein Wort, es zu studieren, es zu lieben, mit ihm im Gespräch zu sein, zu beten. Meine Güte, viele von euch werdet das kennen, dieses simple Lied, was auch ich in der Kinderkirche gesungen habe, lies die Bibel, bet jeden Tag, bet jeden Tag, bet jeden Tag. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. So eine simple Wahrheit, aber die wir oft unterschätzen. Denn wenn wir kontinuierlich dran sind, wird Gott auch dich und mich wachsen lassen in unserem Glauben. Und wisst ihr, ich bin so dankbar für so viele Menschen. Ich war ja auch Jugendleiter hier in unserer Gemeinde. Wenn ich auch viele unserer jungen Leute sehe, für mich waren sie gefühlt immer einfach so kleine Knirpse. Ja?
Und auf einmal sind sie Teenies und Jugendliche und ich sehe, wie da Wachstum ist und wie da Dinge reifen. Wie da Erkenntnis Gottes ist und wie da eine Freimütigkeit ist, von Gott weiter zu sagen und ihm nachzufolgen. Ich denke mir, Halleluja, danke Jesus. Danke, dass Wachstum möglich ist mit dir. Und das ist auch für dich möglich und Gottes Wille für dein Leben. Über drei Punkte haben wir gesprochen in der ersten Hälfte von 1. Johannes Kapitel 2. Und ich will es dir nochmal neu in Erinnerung rufen. Christus ist dein Fürsprecher. Er verwendet sich für dich und es gibt immer Raum für Vergebung. Doch nimm es nicht auf die leichte Schulter. Wenn du merkst, dass du den Kampf gegen die Sünde schon lange aufgegeben hast, weil du deine Arme hängen lässt und selbst überzeugt bist, ich kann es nicht schaffen, will ich dir Mut machen, fange an zu kämpfen. Denn die geistliche Realität ist, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus Jesus, deinem Herrn, um siegreich zu sein. Ergreife es neu, habe Mut, lass deine Arme nicht hängen, fang an zu kämpfen. Christus ist mit dir. Das zweite ist, Liebe entscheidet über Licht und Finsternis. Mein Gebet ist, und ich wünsche mir das von ganzem Herzen, dass wir als Ekklesia Göttingen eine Gemeinde sind, wo Leute es einfach spüren und merken, hier ist Liebe. Hier ist eine von Gott geschenkte Liebe, die wir einander weiterschenken. Voller Herzlichkeit, voller Barmherzigkeit, voller Annahme, ohne Verurteilung, ohne in Schubladen zu stecken. Jeder Mensch ist willkommen im Hause Gottes. Amen. Wir sind kein Luxuscruiser als Kirche, wir sind ein Rettungsschiff. Und da ist jeder willkommen, jeder, der will, darf kommen. Lasst uns lieben, nicht nur gefühlt, sondern in Wort und Tat. Und lasst uns Menschen sein, die wachsen wollen. Lasst uns nicht mit dem zufrieden geben, was wir heute haben und heute erleben. Denn ich darf dir eins sagen, Gott hat mehr für dich. Egal, wer du bist und egal, wie lange du mit Gott unterwegs bist, ich verspreche dir, Gott hat noch so viel mehr, dass er dich entdecken lassen kann. In seinem Wesen, an Wundern, an Begabung und Fähigkeiten und auch an Raum, den er schafft, sodass du deine Berufung weiterleben kannst. Es gibt mehr. Bleib nicht stehen. Nimm nicht den Status quo und sage, ja, das kann so bleiben. Gott hat mehr für dich. Er kann dir mehr Glauben geben. Du kannst glaubensvoller werden. Wenn du im Stadium des Kindes bist, fang an, dich zu bewegen und werde ein junger Erwachsener im Glauben. Wenn du junger Erwachsener im Glauben bist, fang an, dich zu bewegen und werde Vater und Mutter im Glauben für andere. Das ist Gottes Wunsch für jeden von uns. Und auch heute möchte ich uns eine Zeit der Reaktion geben. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Weil ich predige nicht, um euch einfach zu informieren. Das auch. Ich glaube, es ist wichtig, das Wort Gottes zu kennen. Aber vor allen Dingen glaube ich, dass Gottes Wort die Kraft hat, uns zu transformieren. Amen. Uns zu verändern. Da, wo wir das mit Glauben verbinden und Gott es zulassen, dass Gott uns verändert, da wird er es tun. Bin ich überzeugt. Und deswegen wollen wir diese Momente der Reaktion haben. Und wir hier in der Gemeinde, wir machen das so, dass ich uns alle einlade, einfach für einen Moment mal kurz ruhig und still zu werden. Und dafür lasst uns auch mal gemeinsam unsere Augen schließen. Weil es gerade überhaupt keine Rolle spielt, was vorne geschieht oder links oder rechts oder hinter dir. Gerade ist einfach wichtig, dass du diesen Moment nutzt, um Gott eine Antwort zu geben. Denn ich weiß, dass diese Punkte und die Gedanken, die wir heute miteinander geteilt haben, bei vielen etwas ausgelöst haben, neu ins Nachdenken gebracht haben. Der Geist Gottes hat dir gezeigt, dass gerade du angesprochen bist und dass es dir gilt, welcher Punkt auch immer es ist. Und meine Einladung an dich heute Morgen ist, wie wäre es, wenn du in der Gegenwart Gottes heute eine Entscheidung triffst und sagst, Gott, ja, das soll so nicht mehr sein. Hilf mir. Hilf mir zu verstehen, dass du mein Fürsprecher bist. Wo Gedanken der Anklage und der Selbstverdammnis sind, will ich deine Freiheit und Vergebung annehmen. Da, wo ich nicht geliebt habe, wo ich egoistisch war, wo ich nur auf mich gesehen habe. Herr, schenke mir neu die Liebe für meinen Bruder, meine Schwester und meinen Nächsten. Und Herr, hilf mir zu wachsen.
fülle meine leeren Hände, hilf mir zu wachsen. Was auch immer dein Punkt ist, vielleicht sind es auch mehrere, ich möchte uns einen Moment der Stille geben, wo du es Gott selbst sagen kannst, er hört dich, sag es ihm. Ich möchte eine Frage stellen an uns, worauf, wenn das auf dich zutrifft, du gerne reagieren darfst. Ich möchte fragen, gibt es jemanden heute Morgen hier in unserer Gemeinde, der sagt, Pastor Marc, diesen Jesus, über den du sprichst, ich kenne ihn persönlich noch nicht. Ich habe in meinem Leben noch nie die Entscheidung getroffen, Jesus, an dich will ich glauben, dir will ich nachfolgen mit meinem ganzen Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und lass mich dein Kind sein. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und dein Herz, vielleicht pocht es auch ganz stark, weil du merkst, der Geist Gottes, er zieht dich und er ruft dich in die Gegenwart des Vaters. Der Geist Gottes will dir Rettung geben durch Jesus Christus. Und wenn du heute Morgen hier bist, lade ich dich ein, sei doch einen Moment mutig und gib mir ein Handzeichen da, wo du sitzt, und ich will von hier vorne für dich beten und dich segnen. Wenn du sagst, hier, ich bin es, ich will gerettet werden von Jesus, heb deinen Arm und ich will für dich beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein lebendiges Wort. Danke, dass du unser lebendiger Gott bist, der zu uns spricht und handelt auch an unserem Leben. Herr, wir geben dir die Ehre und wir beten dich an gemeinsam heute Morgen. Auf dich schauen wir und von dir wollen wir verändert werden, Herr. Denn wir brauchen es so sehr. Danke, Herr, dass du unser Fürsprecher bist. Da, wo wir fallen, da richtest du uns auf und du bist unser Fürsprecher vor dem Vater. Danke, Herr, dass wir dich haben. Wir verdanken dir alles. Herr, schenke uns neu diese Liebe. Eine Liebe, die die Welt nicht kennt und nicht geben kann, weil es eine Liebe ist, die von dir kommt. Eine selbstlose Liebe. Eine Liebe, die bereit ist, sich aufzuopfern. Eine Liebe, die liebt ohne Bedingungen. Eine göttliche Liebe. Herr, hilf uns, das zu kultivieren, auch in unserer Gemeinde hier, sodass die Welt erkennt, wir gehören zu dir. Und Herr, schenk uns Wachstum. Rüttel uns wach, wo wir vielleicht eingefahren sind. Rüttel uns wach, wo wir uns ja einfach mit dem abfinden, was wir gerade haben, und hilf uns, eine neue Erwartung zu haben und neuen Hunger danach zu haben, mehr mit dir zu erleben, dir näher zu kommen und das Stadium des Kindes zu verlassen. Hilf uns zu wachsen, Herr. Danke, dass wir dieses Gebet beten dürfen. In dem Vertrauen, du hast es gehört und du wirst deinen Teil dazu tun. Jesus, wir lieben dich. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Du stehst im Zentrum auch von allem, was hier geschieht heute Morgen. Danke, Herr. Amen.